Endlich Samstag, so dachten zahlreiche junge Menschen, denn das sollte ihr Samstag werden, nachdem der Hansi das ältere Publikum zum Toben brachte. Standen heute zahlreiche Bands auf dem Programm, die das Festzelt richtig einheizen sollen. Christina Lenk, ein Multitalent aus der heimischen Region, nicht zuletzt bekannt geworden durch Zusammenarbeit unter anderem mit Jörg Hindemith und einigen Auftritten im MDR-Fernsehen, lässt es seit neuestem richtig rocken. Ihre Band, eine nicht unbekannte, waren sie Top-Favoriten beim Thüringen-Grammy, freitags frei. Doch das war nicht alles, was das Multitalent aufzuweisen hatte. Moderationstechnisch sieht man Christine auf vielen Events und Bühnen des Freistaates. So ließ sie es sich natürlich nicht nehmen, hier in Wernshausen die Fans durch den Abend zu begleiten. Makabu ist eine Band aus dem Herzen Thüringens aus Erfurt. Musikalisch gereift sind die jetzt 21-Jährigen in einem Proberaum des Zughafens-Netzwerkes am alten Erfurter Güterbahnhof. Nicht etwa bei der Bahn, sondern dort, wo auch Clouseau und Norman Bates ihre Studios haben, musizieren und ihre Songs aufnehmen. Zuerst völlig unbeobachtet richteten sich im Laufe der letzten 2 Jahre langsam die Blicke auf den frischen und direkten, aber vor allem ganz eigenständigen Rocksounds der 4 Makabus. Jörn, Johannes, Sebastian, René rockten in Wernshausen, dass ein Hansi Hinterseher glatt neidisch geworden wäre. Wann hat man schon einmal die Chance, 2-Raum-Wohnungen zu supporten? Heute, hier und jetzt. Und die Fans, welche das Zelt immer mehr bevölkerten, dürften bestimmt beim nächsten Gang in den Plattenladen bei Makabu stehen bleiben und die eine oder andere Scheibe kaufen. Endlich sind sie da und das zum Anfassen. 2-Raum-Wohnung live on stage hier in Wernshausen. Das Zelt rockte sofort mit und man spürte die Freude und Mitsinglust bei den Fans. Als Vorbote auf ihr neues Album gab es von Inga und Tommy neue Hits und natürlich die letzten 9 Jahre musikalisch voll auf die Ohren. Kompliment an den Tontechniker. Ein klasse Sound machten die Show sofort zum Highlight. Neben Ich und Ich und Rosenstolz gehören 2-Raum-Wohnung mit Sicherheit zu den bekanntesten deutschen Pop-Duos, die aus einem Mann und einer Frau bestehen. Doch während bei den beiden erstgenannten eher Melancholie und Dramatik im Vordergrund stehen, versucht 2-Raum-Wohnung vor allem eins zu vermitteln: Spaß am Leben. Und Fun hatten die Fans, egal ob bei 38 Grad im Zelt oder bei Spaß im Garten. Besser geht's nicht, keine Frage, denn wir sind die anderen, können nur echte 2-Raum-Fans von sich behaupten. Ja. 23 Uhr, wo so manche Fans anderer Musikrichtungen schon auf dem Nachhauseweg sind, ließen sich die Veranstalter von Wernshausen nicht lumpen und gaben noch einmal richtig Vollgas. Turntable Rockers rockten und zwar mächtig. Heiße Club Sounds, House und eine fetzige Leinwand ließen das Zelt zu einem super Spektakel erblühen. Ja.
Turntable Rocker sind ein deutsches DJ- und Dance-Music-Produzenten-Duo, bestehend aus Michael Hausmarke-Beck von der Hip-Hop-Gruppe Die Fanta 4 und Thomas Tomila Bochilla. Das erste Album Classic wurde 2001 veröffentlicht und erreichte die Top 20 der deutschen Albumcharts. DJ Karotte legte sich dann als Abschluss nochmal mächtigen Zeug, sodass im Zelt die Party bei den zum Teil weit angereisten Gästen bis in den frühen Morgen dauerte. Alles in allem ein wirklich gelungener Samstagabend, über den man bestimmt noch lange Zeit reden wird.